Oh Gott, ich habe noch gar nicht über das Allerschlimmste gesprochen. Fein, dann habe ich das wenigstens auch gleich aus dem Weg. Sammeln von Gegenständen ist eine nette Sache. In vielen Spielen, so wie diesem hier, besitzen sie aber noch einen zweiten Sinn und Zweck, als nur den natürlichen Sammeltrieb des Menschen zu befriedigen. Beispielsweise, dass man ab einer bestimmten Menge erst ins nächste Level kommt. Und wie zu erwarten war, schaffen es die Herrschaften, das Unversaubare zu versauen. In jedem Level gibt es 100 Murmeln und bis zu 5 Euter. Die Euter sind, wie bereits bekannt, dazu da, um die Oberwelten zu öffnen und die Murmeln, um in die Level zu gelangen. Wo liegt also das Problem? Die Anzahl, die verlangt wird, ist einfach zu damn high. Und ich weiß, dass sich das jetzt so anhört wie das Geweine eines Noobs, aber denkt mal darüber nach. Allein um den ersten Boss bekämpfen zu können, braucht ihr 101 Murmel bei 2 Leveln. Dieser Wert steigert sich aber exorbitant mit jedem Level, sodass ihr spätestens ab der Oberwelt 3 mindestens 5 Level bräuchtet, in denen ihr alles gefunden haben müsst, um weiterzukommen. Ich habe auch nichts gegen die Tatsache, dass ich im Grunde genommen alles in jedem Level einsammeln muss, um weiterzukommen. Viele Spiele machen das so. Der Grund, weshalb ich mich darüber so beschwere, ist ein ganz anderer. Wenn ihr etwas einsammelt, das Level verlasst und wieder zurückkommt, werden euch die Murmeln, die ihr braucht und die Murmeln, die ihr schon eingesammelt habt, als absolut gleich angezeigt. Wenn ihr also gerade in eines der kacknervigen Level seid, dann rauskommt und feststellt, dass ihr noch 3 oder 4 Murmeln benötigt, könnt ihr in das Level zurückgehen und ihr werdet es genauso wieder vorfinden, als wärt ihr nie da gewesen. Und da ihr unmöglich wissen könnt, welche der Murmeln diejenigen sind, die ihr noch braucht, dürft ihr, na, was dürfen wir wohl, alles nochmal von vorne einsammeln. Denn es gibt kein schöneres Gefühl als das, welches man bekommt, wenn man feststellen muss, dass das, was man die letzten 2,5 Stunden gemacht hat, völlig umsonst gewesen ist. Ein Hoch auf den Frust! Deswegen hat in Spielen wie Spyro meine Reaktion in etwa so ausgesehen. Oh, das gibt mir als Spieler nochmal die Möglichkeit, versteckte Arealen zu finden und vielleicht auch das ein oder andere Geheimnis aufzudecken. Gute Idee, Insomaniac! Bei Earthworm Jim sehe es etwas anders aus. Ihr verdammten Lügner mit eurer Spielekonsole und eurem Spiel und eurem Ding und eurem Firma und eurem. Das nächste Level, in das wir kommen, besteht voll und ganz aus Käse. Wow! Cheesy effects! The Tex-Mex, the time forgot! Ha! 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 Nachdem wir also. Nein, wisst ihr was? Nein, 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 nein! Das könnt ihr nicht machen! Ihr könnt mir nicht einfach Käse ins Gesicht halten und erwarten, dass ich mich halb totlache. Was für eine Reaktion erwartet ihr? Oh, guck mal, eine Käse! Oh, guck mal, eine Käse! Käse, 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 Käse! Nachdem der Gurkenkönig mit einem Kühlschrank geplättet wurde, den wir mit Mühe befreit haben, ganz ehrlich, wieso mache ich die ganze Scheiße eigentlich, geht es auch schon los in Level 2. Das Level beginnt interessant. Was um alles in der Welt ist das? Sind wir plötzlich mit einem Warp-Tunnel in den Teil des Gehirns gelandet, der die Sprache kontrolliert? Müssen wir jetzt einem sprachbehinderten Jim wieder auf die Beine helfen? Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das klingt wie. Oh mein Gott, ist es möglich? Aber es kann nicht sein. Aber es muss. Oh mein Gott, die Legenden sind wahr. And in today's news, Private Presley departed Fort Hood, Texas, for Bremerhaven, Germany, for an 18-month tour of duty. Thousands of American teenage girls are left heartbroken, but German fans are sure to embrace Presley. According to the Star, should rock and roll music die out during his service, he would leave singing and focus on his acting career. Die Mission in diesem Level dürfte recht klar sein. Wir müssen den Dicken befreien. Thank you very much. I'm the King. Oh yeah. Ich hoffe, ihr mögt dieses Geräusch, denn ihr werdet es so oft hören, dass es sich in eure tiefste Psyche einfrisst. I'm the King. Oh yeah. Ach ja, übrigens, Aliens.
Ja, versteht ihr? Weil wegen Elvis und Aliens und deswegen war er auch schon so lange weg. Ja, hahaha, ich find's auch nicht lustig. Ach ja, glaub bloß nicht, dass nach der sackschweren Endmission in diesem Level der King of Rock hier lebend rauskommen würde. Er wird nämlich von einem gigantischen Bürgermonster aufgefressen. Lasst uns einfach so schnell wie möglich von hier verschwinden. Als nächstes geht es in ein Geisterhaus. Aber keine Angst, das Einzigste, wovor man hier Angst haben müsste, meine Kinder, ist das Spieldesign. Wie zum Beispiel dieses Bild eines Transvestiten-Gyms. Oder diese Röhre, die einen mit Dampf verletzen würde, wenn man sie nicht mit großem Bogen umgehen könnte. Oder diese grässlichen Staubsauger mit Zähnen. Aber nehmt euch in Acht vor der grausigsten Attraktion. Nicht zu identifizierender Grafikmatsch. Und falls ihr euch nun wundert, warum ich so spreche, ich habe vor einer Minute den Geist von Nina Hagen in mich aufgesogen. Hier treffen wir auf einen Haufen ängstlicher Hühnchen, denen wir bei der Geisterjagd helfen sollen. Siehst du das, General Chirp Chirp? Während du vorne an der Front kämpfst, um deinem Hass zu huldigen, werden bei dir zu Hause unschuldige Zivilisten von Geistern heimgesucht. Verdammt. Na los, General Tweetweet, sag doch auch mal was dazu. Somit lassen wir das Geisterhaus hinter uns und kommen in einen Sumpf, der, wenn wir darin hineinplumpsen sollten, uns nicht einfach sofort tötet, sondern uns Stück für Stück versinken lässt und uns die Hoffnung vorgaukelt, wir hätten tatsächlich eine reale Chance zu entkommen. Außerdem Disco-Zombies. Ich kapier's nicht. Weil Disco tot ist? Also ich weiß ganz sicher, dass ich noch letzte Woche Leute gesehen habe, die so gemacht haben. Natürlich habe ich nicht zu diesen Leuten gehört. Nein, wirklich nicht. Somit lassen wir Oberwelt Nummer 3 hinter uns und machen uns auf den Weg in Oberwelt Nummer 4. Fantasie! Fantasie! Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich euch noch einmal die Bosskämpfe in Ausdruckstanz darlegen. Diese pralle Wüstensonne macht mich ganz schön müde. Ich wünschte, es gäbe nur irgendwie eine Form von Abkühl. Seht ihr diese Augen? Diese kalten, leeren, toten Augen, die mitten auf ihre Beute starrt. Jim, erinnere dich zurück an die Igel. Nebenbei sei mal erwähnt, dass wir mittlerweile mit unserer Gewalt an den Tieren zu den Menschen abgegradet sind. Nächstes Level beginnt mit einem Sheriff, der uns bittet, ihn zu befreien, da ihn eine Gang von Omas eingesperrt hat. Nein, werde ich nicht tun. Du verdienst es, bestraft zu werden. Also in Jims Kopf laufen alte Omis rum und rufen, er sei ein ungezogener Wurm. Und das im Bereich der Fantasie. Jim, gibt's da etwas, worüber du dir nicht ganz im Klaren bist? In diesem Level gibt es zudem eine kleine nette Nebenmission, in der uns ein Bankmanager darüber informiert, dass die Aktien auf unserem Bankkonto angestiegen sind und wir von Telefon zu Telefon laufen müssen, um uns als Held zu bestätigen. Aber sicher doch, habt ihr noch nie von der Bullshit-Klausel gehört? Aber egal, wir tun, was er sagt und die Fledermaus wäre schon lange ausgestiegen. Sag das zu Arkham City, Batman. Außerdem hat Jim anscheinend sehr interessante Ideen zur Freizeitbeschäftigung zwischen den Generationen. Alte Menschen wie Vieh zusammentreiben und vor der Glotze parken. Ah, genau, weil alte Menschen zu nichts anderem nütze sind, als irgendwelche monotonen Sendungen im Fernsehen zu gucken, damit sie der Gesellschaft nicht zur Last fallen. Oh, Jim, du bist so ein kranker Bastard. Okay, gibt's sonst noch irgendwas Interessantes zu sehen? Ehe wir uns zum finalen Kampf aufmachen dürfen, ist es natürlich noch einmal an der Zeit, einen Goldfisch im Glas zu besiegen. Nehmt es einfach hin. Peppy macht uns also einen Weg frei zum finalen Bosskampf und wir dürfen bald ins Gesicht absoluter Bosheit blicken. Ein unbeschreibliches Übel.
Etwas, das die Menschheit schon seit Anbeginn der Zeit quält. Etwas, wovor sich jeder Mann fürchtet. Und auch einige Frauen. Ein Parasit in jedermanns Kopf. Wir treffen auf Jims feminine Seite. Und dieser Kampf ist sogar nochmal extra beschissen. Er arbeitet selbstverständlich nach den gleichen Regeln wie alle Bosskämpfe bevor. Plus, dass jedes Mal, wenn Earth um Jim und Jims feminine Seite, die auf den Namen Earth um Kim hört, sich berühren, ihre Plätze tauschen. In dieser Zeit schmeißt Kim all eure ergatterten Murmeln weg, was bedeutet, dass der Kampf noch länger dauert. Mein Ratschlag, seht zu, dass ihr das Vibe so oft wie möglich berührt, um eure Murmeln zu behalten. Und wer jetzt lacht, muss nachsitzen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ihr besiegt Kim, steigt zu den 2 Meter großen Hundekopf in den Fahrstuhl ein und fahrt nach oben. Ihr Nussköpfe! Dieses Spiel ist eine reine Beleidigung an jeden Earth vom Gym-Fan. Es ist deswegen eine Beleidigung, weil alles, was einem geboten wird, aus anderen, viel besseren Spielen geklaut wurde oder schlecht selbst gemacht ist. Aber wie ich bereits sagte, an der Oberfläche habe ich ein sehr...